Moin Friends, was geht? Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker für die Nintendo Switch. Weiter geht's mit dem 10. Level der 3. Episode Multiplattform-Baustelle. Was sind Multiplattformen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Baustelle ist mir klar. Ich habe Vögel gesehen, die sind böse. Und wir haben jetzt hier ein komisches etwas. What the fuck, wie komisch sieht das aus? Okay. Und jetzt sind wir Doppelkirschen am Start und die Vögel. Und ja, ich hab kein... Irgendwas sagt mir, dass hier ein Goldpilz mal war. Irgendwas sagt mir, ich habe das irgendwie... Ich kenne das Level noch irgendwie, aber... Ja, oder wir müssen alle Vögel besiegen, so wie schon mal. Das weiß ich nicht. Wir können es ausprobieren. Aber mehr auch nicht. Genau, die letzte Folge hat so gut wie keinen gejuckt, leider, oder das? Deswegen ist mir aber scheißegal, ich will das Projekt irgendwie durchziehen. Und deswegen nehme ich jetzt einfach ganz viel auf, damit man es möglichst schnell beendet hat. Wisst ihr Bescheid? Nein, nicht runterfallen, wir nehmen die nächste Doppelkirsche und zum Beispiel wieder 3000. Und nein, du gehst nicht wieder nach oben und da können wir ins Gift fallen, das ist doch wunderbar. Das machen wir gleich, oder? Ins Gift fallen schon. Okay, da können wir jetzt nicht ranzoomen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Juwel, da müssen wir bis runter. Oder wir müssen mit den meisten Captain Toad ans Ziel kommen. Das können wir gerade auch vorstellen. Keine Ahnung. Sollten wir weg hier? Zack. Dann der nächste. Du Vogel. Zack. Nein, jetzt habe ich einen Tod dafür verschwendet. Ach crap. Wieso sind hier überhaupt so viele Früchte? Oh lol. Münzen. Geld, ja toll. Jetzt gibt es schon wieder so viele Möglichkeiten für eine Bonus-Mission. Das ist so triggern, weil das juckt ja eh alles nicht. Jetzt bringt ihr nur Juwelen was und natürlich brauchen wir drei. Da ist noch was. Nein, wieso kriege ich da einen Pilz? Gib mir doch eine geile Doppelkirsche, wenn das schon so versteckt ist. Och, Spiel. Muss ich Levels neu starten? Ich will nicht. Wir spielen gehen erstmal da runter. Da wäre noch mehr sowas, okay. Da brauchen wir jetzt schon ja 4. Okay, 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 okay. Mach schon mit das auf, damit wir schon mit den ersten Safe haben. Dann da drüben. Der eine Tod hängt das fest. Toll, ich kann nicht ranzoomen wegen diesem doppelten. Ach so, da würden wir dann. Ach so. Ich hab hier. Wir müssen mit 3 da runter, damit wir mit dem 4. da runter kommen. Und dann kommen wir mit der Plattform auf diese Plattform, oder? Gute Erklärung, oder? Aber was bin diese 5. Doppelkirsche da? Guck mal, das geht alles nicht, weil mir ein Tod verloren gegangen ist. Aber ans Ziel komme ich hoffentlich trotzdem. So, Vogel. Jetzt habe ich auch noch den verloren, ey, Digga. Kann man das Level überhaupt abschießen, wenn man es so sehr verkackt? Da werden es nämlich 2 gebraucht. Ist hier noch was? Münzen, ne? Ja, läuft doch gut. Ach nein, da hätten wir jetzt runterfallen können. Läuft doch gut, da können wir gleich die Bonusmission rausfinden. Aber ich habe ein Juwel, das ist eine gute Quote. Level zu 5, es war so klar. Die dummen Toads sind damit. Oh. Nein, machen wir es halt noch nicht. So, jetzt sind wir hier unten mit 3 Toads. Dann müssten wir jetzt diese Plattform hochkommen. Und so sieht es nämlich aus. Frau, wo ist der 2. Juwel? Ich habe ja bis jetzt nur noch einen gesehen. Ne? So, da können wir runterfallen. Und dann können wir da easy hoch. Das bringt uns jetzt noch höher. Das bringt uns zu diesem Juwel. Und das ist der 2. am Ziel. What the fuck passiert hier? Okay, und jetzt können wir da mit den 4 Toads runterfallen. Okay. Und mit dann ist hier ein Juwel oder was? Ah, okay. Und mit diesen Toads soll ich jetzt ans Ziel kommen. Ja, viel Spaß. Warte mal, wir können ein bisschen tricksen. Wenn wir schon diese Plattform freigeschaltet haben. Nicht in die... Oh mein Gott, da ist ja Gift. Oh, holy shit. Okay, nee, wir leben. Alles gut. Bitte nicht sterben, bitte nicht irgendwie sterben. Oh, ich komme da doch nie wieder hoch. Doch, ich muss nur mit einem, glaube ich, hoch. Wenn ich jetzt mit einem hochgehe. Wenn ich jetzt mit einem hochgehe. Das ist funktioniert. Nein, der geht verloren. Der geht verloren. Oh mein Gott. Friends, ich habe Angst. Und zwar richtig.
Okay. Ich schaff das nie und nimmer. 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 Wir können nicht aus dem Level fliegen. Nein! Ja, das war's. Das ist. Ich speichere mir die zwei Juwelen. Oh. Wie soll ich mit 5000 da hochkommen? Oh mein Gott. Friends, ich bin auf der Plattform. Ich bin auf der Plattform mit 5000. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Oh mein Gott, das ist viel zu nervig. Das ist viel zu nervig und schlimm. Lass mich hier raus. Lass mich hier ganz schnell raus. Ohne ein Tau zu verlieren. Dankeschön. Oh. Das war die schlimmste Bonusmission gefühlt ever. Okay. Passt. Das nervige immer hinter uns. Jetzt fehlt nur noch der Pixel-Tau, der schon wieder überall versteckt sein kann. Guck mal. Ich höre ihn. Lol, da hätte man glaube ich, hat man schon von Anfang an kriegen können. Ich weiß es nicht, aber da oben auf dem Holz. Alles klar, wunderbar. Jetzt kommt aber das nächste Level. Und da habe ich Trauma von. In einer anderen Version von diesem Level. Mal gucken, ob das jetzt genauso schlimm wird. Level 11, verwinkelte Ausklapppfade. Und wo man da von der Mumie verfolgt wird, in der Version von dem Level, ist das schlimm. Ich weiß nicht, ob das jetzt da, ob man da auch schon verfolgt wird oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall kacke. Der Teppich bewegt sich nicht, das ist einfach ein indisches Level. Fliegender Teppich und alles. Und diese Gebäude. Okay. Wir zoomen aber erstmal ein bisschen ran. Ich glaube, wir müssen die Münzen sammeln. Und ich habe schon eine Münze verpasst, also kann ich es gleich vergessen. Und ja, diese Plattform ist in dem Ultra-Asi. Das ist halt das Problem. Wir gucken noch, was da ist. Wir können aber diese Pfade immer aktivieren, das ist schon mal wichtig. Da war jetzt der zweite Juwel. Da will wir auch noch reinkommen. Dann machen wir das doch gleich. Ich weiß nicht, dauert das lang? Ja, lassen wir kurz auslaufen. Dann aktivieren wir das auch gleich, komm. Ich weiß gar nicht, was es ist. Damit kommen wir zu dem Juwel. Okay. Genau, Münzen. Kriege ich den Juwel noch? Kann ich da noch richtig runterfallen? Ja. Ah nein, ich muss ja wieder zurück. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich muss ja wieder zurück. Ah, wir haben alle Juwelen gespeichert. Heißt, wir müssen nur durchrennen und die Münzen sammeln. Das ist wichtig. Aber safe gibt's hier Münzen. Außer da oben ist ein Goldpilz versteckt irgendwo auf dem Dach. Da war, glaube ich, auch mal irgendwas. Also ich bin mir nicht sicher. So, wir haben alle Münzen. Jetzt rennen wir hier ganz schnell den Weg entlang. Bitte geht auch, bitte funktioniert auch, bitte funktioniert auch, bitte funktioniert auch. Wunderbar, genau. Jetzt gibt es nämlich hier an der Seite noch Münzen. So. Wir müssen sogar an der Seite lang laufen. Oha. Okay. Ne, müssten wir nicht, aber wir kommen da so wieder hoch. Okay. Haben wir jetzt schon direkt die Bonusmission? Ich habe jetzt nicht auf die Münzen geguckt, wie viel wir haben. Es müssen Münzen sein. Gibt ja keinen Versteck für einen Goldpilz. Yes, 45 Münzen und wir haben 56. Ja, okay, dann gab es ja mehr als genug. Wunderbar! Es gibt doch da einen Pixel-Tod schnell. Okay, ist doch kein schlimmes Level. Aber bei der Mumie, bei der Mumien-Version, da habe ich Trauma von. Okay, ich bin das ganze Level durchgegangen, aber ich höre nicht einmal schreien. Hä? Da unten! LOL! War es doch in irgendeiner Wand. Ich habe die Wände tausendmal angeguckt, aber da natürlich nicht. Okay, böser kleiner Pixel-Tod abgehakt. Jetzt geht's noch weiter mit Level 12, die Blockfestung in der Wüste. Und da gibt's die verfolgenden Kugelwillis. Und ich glaube, das Level war nicht schlimm. Das war relativ cool, glaube ich. Ich kenne das noch von dem Nintendo Best-of, glaube ich. War das? Irgendwie war das doch was. Keine Ahnung, auf jeden Fall kenne ich es noch. Ich weiß nicht woher, aber irgendwoher. Wenn ich jetzt, wo bin ich? Bin auf der Leiter, dann nehmen wir den Juwel gleich mit, wenn du tot so willst. Oh mein Gott, das ist eine Kugelwillis. Die kommen aber nur seitlich, also nur in der Perspektive, wo man sie abschießt. Okay. So. Münzen, ne? Kann natürlich sein, dass wir hier wieder Münzen brauchen. Kann ich mir aber weniger vorstellen diesmal. So, Kanone. Machen wir doch schon mal die ganzen Blöcke weg. Wir wollen natürlich alles hier sehen können. Die Gumba ist auch weg. Haben wir schon mal eine Sorge weniger. So, da oben ist ein Block. Da kommen wir nicht von hier aus hin. Ich glaube, der Block ist wichtig. Ich glaube, der braucht wieder ein Item oder eine Bonusmission. Das ist, kann ich mir auch vorstellen. Die Münzen kriege ich ums Verrecken nicht, ne? Danke. So.
Ne, ich nehme alle Münzen mit. Ich nehme jede Münze mit. Auch wenn es kein Kaizo ist. So, zack. Dann muss der noch auf der Seite. Alles hier weg, da ist ein Juwel. Dann mitnehmen hier, Nummer 2. Dann hier die ganzen Mauern weg. Aber ich glaube, mehr kriege ich von hier auch nicht weg. Warum komme ich immer noch nicht hin? Nee. Gut, der Rest muss man dann mit Kugelwillis machen. Und auf die Gumbas kann man, glaube ich, drauf springen. Hey, ja. Sogar auf beide gleichzeitig, wunderbar. So. Ist hier noch irgendwie ein Gumba? Nee. Hier noch was? Nope. Ah, nee. Das war da. Das war schon da. Okay, ich wollte mich gerade freuen. Dass ich was gefunden habe, aber nee, da nicht. Ist okay. Verkauf dich. Okay. Hier ist es halt noch ein Block, den habe ich jetzt nicht wegbekommen. Aber der sieht mir jetzt nicht so wichtig, oder? Ich habe mich durchglitschen können. Rüber tricksen können. Aber das scheint nichts zu sein. Okay. Ich hoffe aber mal, weil der Block, das ist einfach nur eine Ecke, wo dann er langkommt. Und ich konnte ihn jetzt nicht so schnell mit der Kanone. Also muss passen. Unfair, wenn nicht. Ja, was soll ich denn ernst machen? Aua. Haben die mich jetzt ernsthaft getroffen? Komm, mach das kaputt. Mach das kaputt. Oha, wie close. Hä? Leute, ich habe ihn festgehalten, der ist schon weiter außen rum. Okay, kann man, wie das möglich ist. Nice. Aha. Goldpilz versteckt. Wahrscheinlich ist da keine Mauer. So, jetzt habe ich hier wirklich alles freidingsen können mit der Kanone. Da ist echt ein kleines Fenster. Digga, ich werd pingen. Jetzt hätte ich schon wieder getroffen. Ist okay. Ist okay. Die sollen sich mal beruhigen hier. Warte mal, der da unten muss mich ja nur treffen. Boots. Wie komme ich... Da muss ich mich trotzdem fallen lassen. Ja, muss ich. Okay. Pilz ist da, glaube ich, ne? Sehr wichtig, sehr wichtig. Wow. Alter, ich dachte, ich habe gerade so einen Jump-Pin aktiviert oder so. Weil die Kamera so nach oben ist, aber ne? Nee, nee, nee. Alles gut. So, wir haben alle Juwelen. Und wir haben den Goldpilz. Frage ist. Ach so. Okay. Okay, wieso sind die da? Keine Ahnung. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Ich will ans Ziel. Ich will ans Ziel. Oh mein Gott, da war einer. Das ist viel zu viel Beschuss, Alter. Du kannst ja gar nichts machen. Du musst schon springen können, aber es geht halt nicht. Wie nicht mehr als 10 Rübenschüsse, wenn der Gamma-Goldpilz ist? Das sind so hohle Drecksquests. Das ist so dumm. Alter, jetzt soll ich so einen Scheiß überleben. Sieht gut aus, Friends. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade 9 Schuss gebraucht. Und dann kommen wir ans Ziel. Oh mein Gott, lass mich das bitte haben. Das war so nervig. Ich muss die ganze Zeit aufpassen. Ich muss richtig zielen. Damit am meisten Blöcke weggehen. Und jetzt... Gott sei Dank. Okay, ja, nur nervige Level heute. Jetzt gibt's noch den Pixel Toad. Juhu. Der darf auch kaum schon überall sein. Oh. Der steht da einfach. Okay, nice. Finde ich gut. Muss ich lang suchen. An der Wand. Wunderbar. Perfekt. Dankeschön, Spiel. Ja, der Part war ein bisschen schwierig. Aber okay. Trotzdem 3 Level geschafft. Passt. Beim nächsten Mal geht's dann in ein freischaltbares Level. Das Geheimnis des Goldreichs. Und da sehen wir diesen Drachen wieder mit goldener Haut. Okay, wunderbar. Und wir haben vielleicht die Hälfte gleich. Okay, passt. Auf jeden Fall, Friends. War's mit dem Part. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Würde ich mich sehr freuen. Und außerdem noch ein Abo. Würde mich genauso freuen. Neubisch, keine Ahnung. Und kannst noch Glocke aktivieren. Kannst schon nichts verpassen dann. Und ich sehe dich, hoffe ich, im nächsten Video wieder. Hau rein. Dann war's wieder lustig in Captain Toad. Das wird immer lustiger. Und schönen Tag. Euer T-Gamer und...